Eine Zwangsjacke, super, erinnert mich an meine Kindheit. Da müssen wir uns jetzt was. Nein, nein, nein! Jetzt haben wir unser Nahrungsding kaputt gemacht. Mist. Nein, nein, wieso warte mal? Ich bin nicht doof oder was? Ah, ja, tatsächlich. So knapp! So knapp! Die sind. Oh, Level 3, Level 3. Schwuppdiwupp, Kartoffelsupp, da bin ich schon wieder. Im Endeffekt war es jetzt eigentlich bloß ein kurzer Schnitt. Ah, hier, guck mal, mach doch schon mal auf. Und wir gucken weiter, wie es jetzt hier im zweiten Level aussieht. Ich habe einen eigenstromversorgten Raum gefunden. Das ist schon mal pretty sweet. Was bauen wir uns denn? Wir bauen uns wieder ein Industrie... Ach, wir haben zu wenig Blubbel. Ja, das hat sich jetzt natürlich auch gerecht, dass wir im letzten Raum so viele Türme gebaut haben. Scheiße. Schöne Scheiße. Aber dafür haben wir hier zwei eigenstromversorgte Räume gefunden. Das ist natürlich ein bisschen Glück. Tada! Und einen Gegenstand haben wir gefunden. Eine Zwangsjacke. Super. Erinnert mich an meine Kindheit. Zwangsjacke ziehen wir unserem Heavy an. Wird jetzt hier leider nicht als Bild dargestellt, aber macht ja nichts. Oh! Ah, hier. Gut. Dann, warte mal, ist das so ein... Ach, egal. Jetzt können wir auf jeden Fall ein Industriemodul bauen. Das werden wir später bitter dringend benötigen. Die Punkte, die sich da draus ergeben. Ah, und hier geht's weiter. Ach komm, nehmen wir mal den. Tutu! Und damit können wir jetzt hier so ein paar Ressourcen generieren. Das finde ich gut. Für jedes getötete Dingsbums gibt es eine zufällige Ressource dazu. Schauen wir jetzt mal in diesen Raum. Und ballern hier will. Ach ja, hier halt. Tutu. Wollte ich ja noch gucken. Ah, Wissenschaftsdings aber. Oh no! Das hat eine Abklingzeit von 3 Räumen. Jetzt kapiere ich das erst. Aber hier haben wir uns jetzt relativ gut durchgehackstückelt. Geschwindigkeit 4, Verteidigung 9. Sweet. Was haben wir hier? Zwangsjacke. Verteidigung 9. Trefferpunktregeneration. Das ist natürlich auch gut. Dann würde ich sagen, geht unsere Häftlingskluft mal flöten. Ah ne, ist nur fürs nächste Level gespeichert. Gut. Was haben wir? Kaspar Herab haben wir kennengelernt. Können wir ihn rekrutieren? Wir können. Den nehmen wir mit. Jeder Held zusätzlich, ja, hat uns jetzt natürlich sehr viel Nahrung gekostet, aber so ein Held ist natürlich schon was Feines. Nee, hier geht's ja gar nicht weiter, hier geht's weiter, hier geht's weiter, hier geht's weiter. Was kannst du? Du kannst bestimmt heilen, oder? Helden im Raum, Abklingzeit 3, das ist gut, das ist sehr gut.
Jawohl. Läuft bei uns. Oh oh, Welle im Anmarsch. Dann müssen wir uns jetzt was. Nein, 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 nein! Jetzt haben wir unser Nahrungsding kaputt gemacht. Mist. Ach, das hätte man jetzt auch sparen können. Ich sehe schon, es wird eng. Es wird sehr, sehr eng. Wo geht's denn hier jetzt eigentlich weiter? Habe ich mich jetzt hier verfranst? Geheimnisvollen Kraft mit Energie versorgt. Okay. Hier geht's auch nirgendwo weiter. Ja, und nu? Bin ich doof oder was? Ah, ja, tatsächlich. Tatsächlich, Junge. Daran könnte es liegen. Ich vermute einen Kausalzusammenhang. Oh, no. Guck mal hier, Kristall wird angegriffen. Der macht ihn tot. Okay, das ist das einzig Gute jetzt im Moment, dass die sich von alleine regenerieren, aber hier, jetzt haben sie ja ordentlich. Das Level überstehen wir nicht. Ich weiß ganz genau, das Level überstehen wir nicht. Boah, jetzt stell dir vor, ich glaube, es hat 12 Level, dieses Spiel. Jetzt stell dir vor, du bist auf Level 12 oder sonst was. Und dann stirbst du. Dann stirbst du einfach. Du musst komplett von vorne nochmal anfangen. Und das Fiese ist auch, wenn du... Die sind... Entschuldigung wegen meiner verbalen Entgleisungen. Aber das Fiese ist, je beschädigter der Kristall ist... Wie beschädigt ist er denn eigentlich? Keine Ahnung. Aber je beschädigter der Kristall ist, desto häufiger kommen die Monster. Und je häufiger die Monster kommen, desto schneller beschädigt sich der Kristall. Ja, super, jetzt haben wir rausgegangen. Aber was bringt mir das? Ich weiß es nicht. Machen wir hier mal aus. Und da. Da kann man gar nicht. Und hier? Hier kann man auch nicht. Hier auch nicht. Okay. Dann schnappen wir uns Kristall. 1, 2, 3. Okay, da müssen wir jetzt bloß noch. Was? Ach, okay. Das sah jetzt hier gerade ein bisschen komisch aus. Wem geben wir jetzt den Kristall? Ich würde sagen, dem Doktor. Doktor, go for it. Go for gold. Einfach schnell. Okay, es ist eigentlich egal. Wir müssen gar nicht ballern. Wir müssen einfach nur... Zack! Weg! Oh, Level 3! Level 3! Okay, jetzt ist natürlich Ende Gelände. Ich mache mir keine Illusionen, wir werden niemals über Level 3 hinauskommen, aber wir waren in Level 3. Ist das nicht schön? Es ist auch ein bisschen entmutigend, ist es ja schon. Ne? Wenn man sich denkt, oh, warte mal, vielleicht können wir ihm jetzt hier... Jawohl, der Doktor kriegt auch nochmal ein bisschen Ausrüstung. Man will ja gut gekleidet sterben.
Jetzt gibt's mal Licht für euch. Und wir machen mal die Türe auf. Was gibt's hier? 10 Dust und Industrie. Bin ich begeistert. Also, was bauen wir jetzt auf einmal? Sieht gar nicht mehr so furchtbar übel aus. Doktor, wie schaut's bei dir aus? Neue Stufe. Gib mir eine neue Stufe. Oder wem geben wir denn eine neue Stufe? Ich überlege es mir noch ein bisschen, und was ich jetzt immer wieder vergessen habe, ich kann einfach mit der Leertaste kann ich ja pausieren. Komm weiter. Bam! Komm! Tot! Huch! Wer bist du denn? Diese Fabrik ist mit Staub und Dust bedeckt. Wenn du sie aktivierst, erwarten dich große Reichtümer oder der Tod. YOLO! Na, guck's mal, ja? Läuft bei mir. Nochmal 9 Dust. Ach, ist ja nett, schau mal. Zack. Da gibt's hier so einen Schatteneffekt. Toll. Ja, spielst du Spiele wie Skyrim oder sonstiges, aber dann bist du hier von Schatteneffekten begeistert. Oh, Welle im Anmarsch. Wie sieht's denn eigentlich mit meinem Kristall aus? Da kann gerade keiner hin. Das finde ich gut. Da sind wir hier von beleuchteten Räumen umgeben. Da kann mir keiner in die Suppe spucken. Fein. Aber ich möchte nochmal Industrie. Unzureichend. So. Weiter geht's. Jetzt müssen wir natürlich hier ein bisschen aufpassen. Wie viele Räume haben wir denn noch? Sind es hier, dass wir noch 6 Räume haben? Gucken wir mal. Was haben wir gefunden? Einen neuen Gegenstand, und zwar gebrauchtes Chitin. Super. Das wünscht sich jeder 12-Jährige zum Geburtstag. Was kann er damit machen? Geschwindigkeit minus 1, aber Verteidigung 9. Mhm. Also macht uns langsamer, aber erhöht die Verteidigung enorm. Ich würde behaupten, es ist trotzdem in der Summe besser. Auch wenn wir ein bisschen langsamer werden dadurch. Ja. Als die Häftlingskluft. Die ja nur einen relativ geringen Verteidigungswert hat. Und nochmal ein Gegenstand. Nochmal gebrauchtes Chitin, aber jetzt irgendwie so grün eingefärbt. Ist das jetzt besonders toll? Ja, Tatsache, guck mal hier. Da ist der Verteidigungswert um 1 höher. Das tauschen wir natürlich gleich aus. Zack. Gut. So, was bauen wir uns denn jetzt? Oh, wir haben jetzt sehr viel Nahrung. Wir haben wirklich sehr viel Nahrung. Weil ich tendiere dazu, dass wir uns nochmal so ein Industriedingsbums bauen. Weil wir werden viele Türme brauchen, das sehe ich jetzt schon. Wenn wir hier... Ne, Moment, hier müssen wir ja gar nicht hin. Wo geht's denn hier noch weiter? Ich habe wieder irgendwo eine Tür... Ah, da sind wir lang. Okay, momentan sind ja wirklich alle Räume... Oh Gott, da geht's auch noch weiter. Aber... Ich glaube, es ist eine gute Taktik, immer erst in eine Richtung, also eine Tür vom Kristallwerk aufzumachen und dann bis zum Ende zu gehen und zu gucken, was einen da erwartet, bevor man hier vom Kristall aus alle Türen aufmacht. Weil dann kann man natürlich nur von einer Seite angegriffen werden. Das macht es ein bisschen einfacher.
Okay, das war jetzt aber wirklich die letzte Tür hier. Okay, was machen wir denn? Den können wir nicht mehr anmachen, ne? Nee. Okay, hier den Raum müssen wir mal... Ich dachte, ich hätte da gerade was gesehen. Was? Schallkanone? Was ist denn eine Schallkanone? Ich kenne immer nur so Dreier BMWs, die an der Ampel stehen. Aber Schallkanone? Lass mal kurz gucken. Feuert lähmende Wellen, komprimierter Boygroup-Musik. Ja, das ist ja fast das Gleiche, ne? Auf den meisten Planeten verboten. Also ich sehe schon, das Spiel nimmt sich selbst nicht ganz so ernst. Das macht aber auch nichts. Find ich trotzdem gut. Nein, das ist keine Zerstörung. Ich nenne es Rückbau. Ganz was anderes. Hey. Shashi. No. No me gusta. Das war jetzt bloß sehr praktisch, weil die hier nirgendwo, die sind direkt zum Kristall gelaufen und haben in der Zwischenzeit nirgendwo rumrandaliert. Das war das Praktische an der Sache. So. Und haben uns hier noch ein Wissenschaftsmodul, oder? Wir bauen uns noch ein Industriemodul. Wurst. Okay. Welchen Raum machen wir jetzt? Ja, hier können wir halt 5 bauen und hier nur 3. Dann opfer ich dieses Industriemodul. 1, 2, 3. Hier geht's auch nicht mehr weiter. Also wir können jetzt von oben schon mal nicht mehr angegriffen werden. Das ist schon mal gut. Also zumindest im Moment nicht, weil wir haben 100 Dust. Das ist natürlich schon geil. Ich habe ein Artefakt gefunden. Können wir hier jetzt... Na, wir haben zu wenig. Ach, die werden auch immer teurer. Aha. Okay, da habe ich jetzt nicht drauf aufgepasst, muss ich gestehen. Leckfett. Joi, und die Folge ist schon wieder 47 Minuten lang. Ich werde nicht mehr. Aber wieso auch nicht? Funktioniert. Gut. Ja, es flasht einen schon ein bisschen. Ich werde jetzt bloß dieses Level noch fertig machen. Danach gehe ich mit meiner hochverehrten Frau Mama. Hallo Mutti. Bin im Fernsehen. Gehe dann mit Mutti essen. In den geilsten Burgerladen hier in der Hood. Jetzt, können die nicht einfach mal Ruhe geben hier mit so einem Unfug? Leckfett! Gerade noch mal gut gegangen. Also muss aber auch sagen, dafür, dass ich zu Beginn des Levels noch nicht mal gedacht habe, dass wir hier überhaupt eine die kleinste Chance des Überlebens haben, läuft es gerade
Ziemlich geil. Doch. Es ist auch mal ein Level-Up drin. Und zwar für alle drei. Für alle drei. Was kann er? Burger essen. Mehr Butterbrot. Was? Helden im Raum. TP-Regeneration. Also dreifache TP-Regeneration. Irgendwie so. Kein Monster so schlau wie Butterbrot. Butterbrot. Ich muss sagen, ich habe nie wirklich Team Fortress gespielt. Deshalb kann ich mit den Gags auch nichts anfangen. Ist Butterbrot tatsächlich, isst er so gerne Butterbrot oder... Ach, falscher Knopf. Oder warum Butterbrot? Jo. Es könnte ja auch sein, dass das irgendwie sein Haustier ist oder so. Könnte auch sein, dass ich Scheiße laber, aber... Das glaube ich natürlich nicht, ne? Machen wir Pause, dann können uns hier schon mal keine Bösewichter mehr in den Rücken fallen. Jetzt mal im Ernst. Wo geht's denn hier noch weiter? Geht's hier noch weiter? Nee. Hier? Nee, nee. Habe ich hier wieder irgendwas übersehen? Wahrscheinlich habe ich was übersehen und ihr alle seht es. Und denkt, du bist so dumm. Geh mal hier links, rechts, vor, zurück. Wer hat das jetzt gemacht? Aber weißt du was? Hier erforschen wir mal kurz. Was gibt's denn Neues? Stufe 1 auf 3 generiert mehr Industrie in meinem Dungeon. Schon ein bisschen geil. Das machen wir jetzt einfach mal. Womit unsere gesamten Wissenschaftspunkte schon wieder verballert wären. Also hier geht's nicht weiter, oder? Nee. Der kann eingeschaltet werden, aber der nicht. Warum nicht? Verstehe ich nicht. Okay. Und du? Lassen wir die mal aus. Bauen hier noch so ein paar Laserfatzkes hin. Okay, hier? Hier? Nee. Ach komm. Das ist jetzt wieder so... Ja, okay. Ja. Blöd. Ich weiß. Hilft nur nix. Hilft alles nix. So, pass auf, jetzt machen wir einfach hier oben. Ja. Wie machen wir das denn? Das sind jetzt auch wieder so Überlegungen, ne? Mit wie vielen gehe ich jetzt da runter? Jetzt mit 2 da runter und den Heavy. Den Heavy lasse ich genau hier. Okay. So, und ihr zwei? Halt. Da wollen wir hin. Da ist der Ausgang. Okay, geil. Okay.
Na dann. Wo ist denn der Doktor? Da ist der Doktor. Er scheint auch schnell zu sein. Das muss man ihm lassen. Deshalb Heavy hier. Dozer hier. Könnte klappen. Könnte klappen. Gut, er ist der Kristallträger. Jetzt machen wir das ein bisschen koordinierter. Mit Pause und also Schusen. Okay, also er ist eigentlich schon wieder zu schnell. Deshalb ziehen wir den Heavy jetzt gleich hier runter. Der Doktor, der bleibt jetzt einfach mal hier. Das wird kein Spaß, ich sag's euch. Los, Leute! Komm, fahr zu! Bulldozer Schorsch! Fuck, 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 go, 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 go. Ja! Nein, nein, das ist der Wandelwehr! Hätte so schön sein können. Es war so knapp. Ja, okay. Aber wir haben es bis Level... Ja, wo waren wir denn jetzt eigentlich? Level 3, Level 4? Irgendwie so. Wir sind auf jeden Fall weitergekommen, als wir gedacht hätten. Monster getötet, 264, schau. Wir haben zumindest einige mitgenommen, so muss es doch sein hier. Bis Level 3, fast Level 4, es war so knapp, so knapp. Egal, ja, die Folge hat jetzt wesentlich länger gedauert, es war jetzt, ja, ich sehe es gerade, 57 Minuten, ich werde nicht mehr. Es freut mich auf jeden Fall, dass ihr zugeguckt habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Ich bin auch Kritik gegenüber aufgeschlossen. Sagt mir Bescheid, wenn euch was nicht gefällt. Ach, geil. Soll ja was sagen. Wir haben jetzt hier nicht auf zu leicht gezockt, sondern auf leicht. Das heißt, es wertet den... ohne Scheiß. Dadurch, dass das so bockhart ist, das Spiel und so unberechenbar, da macht es einfach richtig Spaß, wenn man bloß mal ins dritte von 12 Level kommt. Also ich kann es euch bloß empfehlen, holt euch das Spiel. Hammergeil und bis zum nächsten Teil dieses Let's Plays. Danke fürs Zugucken. Ciao.